endlich Heimspiel in unserem Ostseestadion. Ich sitze hier gerade auf unserer vergammelten Hollywood-Schaukel. Man kennt es doch. Ja, hoffe, es geht euch gut. Ich nehme euch wieder mit. Seit 2003 konnten wir nicht mehr gegen Nürnberg gewinnen. Das bedeutet, was sagst du dazu? Wird mal wieder Zeit. An alle Nürnberger erstmal Grüße gehen raus. Sehr, sehr nette Kommentare. Bleiben auf jeden Fall in Erinnerung. Und wer auch in Erinnerung bleibt, ist natürlich der Spieler hier auf dem Trikot. Vielleicht habt ihr es im Hinspiel schon gesehen. Die Nürnberger Legende, die auch bei uns, bei Hansa gespielt hat. Seht es auf dem Trikot, Marek Mintal, Torschützenkönig in der ersten Liga, Torschützenkönig in der zweiten Liga, Hanno Behrens natürlich auch, wir schnappen sie uns alle und hoffentlich heute erfolgreich auf 3 Punkte. Vielleicht trifft der Hanno ja, wäre natürlich nicht schlecht. Und wie beim letzten Heimspiel dürfen auch wieder nur Dauerkartenbesitzer rein, das heißt, ich werde wieder die Reise alleine in unser Ostseestadion antreten müssen. Ich wollte gerade sagen, ich bin Glücksbringer, aber beim letzten Mal haben wir verloren. Trotzdem war es nicht so schlecht, das Spiel gegen Bremen. Ich denke, auch in Zukunft werden die Stadien wieder für alle geöffnet. Hoffe ich einfach mal. Ich natürlich dann auch mal mit Gesellschaft wieder. Ist, denke ich, auch immer noch mal ein bisschen geiler. Und vor allem für den Verein natürlich umso wichtiger das Finanzielle. Ne? Ihr wisst Bescheid. Zur Oberliga-Fußballzeit sind wir in Form ganz groß. Wie der Wind aufdreht, wie die Bühne umgeht. Wir sind jetzt am Stadthafen wegen dem schlimmen Sturm. Die letzten Tage und Wochen ist hier das Schiff auch abgesoffen. Das war sogar in den Nachrichten. Rest in Peace auf jeden Fall. Wow, echt immer sehr, sehr chillig. Rostock hat auf jeden Fall schon was. Nürnberg auf Platz 7, wir auf Platz 15. Aber ich bin guter Dinge. Das Hinspiel haben wir 1-0 ganz, ganz knapp verloren. Das war richtig bitter. Heimspiele sind vielleicht in dieser Saison nicht so unsere Stärke. 9 Punkte aus 25 haben wir da geholt. Das ist natürlich zu wenig. Vor allem, weil uns Sandhausen natürlich auch im Nacken sitzt. Die gewinnen auch jedes Spiel, ne? Oder beziehungsweise holen wenigstens immer Punkte. Und ihr wisst natürlich alle, was aktuell in der Welt so abgeht. Dass das 2022 immer noch möglich ist, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Wir haben ja mit Sikan den einzigen Spieler aus der Ukraine in der Bundesliga, glaube ich. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Da ja, haben die Hansa-Foren und allgemein die Hansa-Fans sich gedacht, hier einfach dieses Bild zu erstellen. Na, wer Bock hat, kann das Ganze natürlich auch als Profilbild oder so aktivieren. Und ja, wir hoffen einfach alle, dass das so schnell wie möglich aufhört, dass es Sikan gut geht, seine Familie und natürlich auch alle anderen da in der Ukraine natürlich. Gehen wir jetzt ein bisschen positiv rein. Heute ist Matchday und ich habe auch schon die Ausstellung gesehen. Ja, der Typ chillt hier immer noch zu Hause. Ich sollte mich vielleicht mal auf den Weg machen. Sikan von Anfang an in der Startelf. Also da bin ich mal richtig gespannt. Der Junge hat ja auch schon gegen Darmstadt getroffen. Ist, denke ich, eine gute Ablenkung. Heute, wie gesagt, gegen den Club. Ist ja auch schon deutscher Meister gewesen. DFB-Pokalsieger und was auch immer bei denen alles im Trophäenschrank steht. Aber heute gibt es hoffentlich nichts zu holen, denn wir ja, machen uns mit dem legendären Fahrrad jetzt endlich mal auf den Weg und dann... Auf geht's, ich bin hyped, einfach Verhook und Sikan Doppelspitze. Wenn die beiden Jungs nicht einschlagen, Alter, Sikan vom President. Moment mal. Und da kommt der altbewährte Hansa-Fan. Hab ich schon vermisst. Ich dachte, du kommst heute nicht. Doch, muss sein. Moin. Wollte schon sagen, wo bleibt der denn? Erstmal eine Wurst gegönnt. Guckt euch mal an, wieder, was ich hier rumgesaut habe, ey. Bevor es losgeht, erstmal Bierchen gönnen. Immer gut hier. Ihr könnt es sehen. Irgendwas ist geplant von der Süd. Ich würde einfach mal schätzen, ja, es hat was mit der Ukraine zu tun. Da oben. Ich sehe, und da unten ist alles leer. 8 Minuten vor Spielbeginn. Die Ausstellung. Nürnberg-Fans. Ja, ein paar sind da. Die Ausstellung von Nürnberg. Hallo! Behrens! Du!
Und auch bei Windstärke 10. Wir halten zusammen. Wir werden nicht untergehen. Liebe Fußballfans, der Angriff Russlands auf die Ukraine hat uns alle tief erschüttert. Wir verurteilen jede Art von Krieg. Unser Mitgefühl und unsere Sorgen sind bei den Menschen, die unschuldig in diesen Krieg geraten sind. Wir bitten euch, dass wir uns als Zeichen für den Frieden nun gemeinsam erheben und einen Moment innehalten. Vielen Dank. Dankeschön! Putz FCA, 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 Ole. Heute, was sagt ihr? Ein Tipp? Heute wird es 2-1. Sagen wir mal, was 2-1? Ich hab heute Nacht geträumt, 3-1. Wenn wir heute nicht gewinnen, dann darf ich nicht mehr hierher. Nee. Scheiße. Träume waren. Ja, also 3-1. 3-1, Jungs. Du noch? Nee, das sind noch 3-1. Ah, okay, okay. Ey. Malone. Oh, mal kurz. Das kennt man nicht. Das ist gut. Oh, was ne. Das war mal schön, ey. Schön kurz gemacht. Da hinten die Nürnberger. Ich weiß nicht, wie viele. Ungefähr vielleicht 500. Was sagt ihr? Schreibt's in die Kommentare. So, Egge Nürnberg. Wäre bitter, wenn er jetzt reingeht, aber ich believe, das wird nichts. Oh, Kolke! Maschine! Unsere Liebe, unsere Farben, blau-weiß-rot, 1965, FCA BFL! Gute Posi! Ja. Ecke, Becker, er hätte fast das Ding reingemacht, ich glaub's nicht. Ja, drin. Ja. Jetzt! Oh. Ja. Ja, der ist gut! Der kriegt er nicht, den kriegt er nicht, zu langsam, nein! Hanno, Junge! Jetzt Zauberfuß Neidhardt. Mit einer Sahne-Ecke, oder? Komm. Ja! Knapp daneben. Oh, ich sag's auch noch, ey. Mit Sahne-Ecke. Boah. Na, ach du Scheiße, der pfeift. Ey, das ist doch einfach nicht zu glauben, Mann. Ob man den geben kann. Das sah so aus, als ob er ihn getroffen hat, ey. Ja, perfekt, Alter. Scheiße, komm, Kolke, du musst ihn halten, Mann. Kolke, wir belieben einfach jetzt, dass er den hält. Hau ihn auf dem Stadion! Ja! Oh, Mann! Scheiße, Mann! Oh, Mann, ey, und er hält den noch. Und dann ein Tor, ey. Im Nachschuss. Also Rückstand, die Verteidiger hätten hinterherlaufen sollen, habe ich schon eben hier besprochen gehabt. Weiß nicht, Kolke hat ihn, oder? Ja, ist klar, wenn er nach vorne abprallen lässt. Was soll er machen, Jungs? Was soll er machen? 1-0 durch einen scheiß Elfmeter. Perfekt. So startet man natürlich wieder schön ins Spiel rein.
Hey! Die Jungs schreien einfach Max. Das einzige Highlight heute. Jawohl. Hast du. Jetzt mal vielleicht noch eine Chance vor der Pause. Becker! Oh, nicht nach hinten, nein! Ja, ich pfeife da ab. Scheiße. Ich weiß nicht, was zu Hause los ist, da ist der Wurm drin. Gibt's doch einfach nicht. Wie sollen wir das Spiel drehen? Wir sind mal wieder hinten. Vielleicht bringe ich auch einfach Pech und sollte nicht mehr ins Stadion gehen. Hat er auch schon gesagt hier. Da hilft nur eins, hoffen. Und vielleicht drehen wir das mal mit Glück. Kriegen zwei Elfmeter, keine Ahnung. Ansonsten darf ich nicht mehr ins Stadion gehen. Ich werde schon böse angeguckt hier. Nein, alles nur mit Spaß. Wir müssen sehen. Zweite Hälfte, gerade noch auf Klo gewesen. Eine Minute zu spät. Normalerweise passieren dann eigentlich Tore. Heute nicht. Ah, ey! Das war nicht genug. Man kann es ja probieren. Wir haben schon knapp 16 Minuten rum. Es bessert sich leider nicht wirklich. Aber vielleicht jetzt. Alter Pfosten. Jawohl. Und Dujovic. Meissner. Und Breyer. Komm. Mal ein bisschen Frische jetzt hier. Sonst bitte immer aufbauen. Lass die jetzt nicht noch ein zweites machen. Hey, nein. Ja. Perfekt. Ich sag, ey, ist das eigentlich immer? Ich sollte meine Schnauze halten, Mann. Ich sollte meine Schnauze halten. Jo, das war's. GGH Nürnberg. Tja, da fällt mir nichts mehr zu ein. Kannst gleich die ganze Mannschaft rausnehmen, meint er. Außer Kolke. Ey, ist das, was ist denn das heute schon wieder? Also vorne geht heute echt gar nichts, Mann. Das ist mal wieder zu wenig. Schumacher! Ja! Oh, mal wenigstens probiert, komm! Schumacher gönne ich auch mal ein Tor, ey. Irgendwann muss es doch mal klappen. Ja, moin, einfach Fetzerei hier. Im eigenen Stadion. Eskaliert's gerade. Eieiei, was ist denn hier los? Hier fliegen noch die Fetzen. Scheiße. Ja, komm! Na ja! Wieder eine Ecke. Ja, immerhin bei den Ecken führen wir 7-3. Oh. Und ein Konter noch jetzt. Nee, Mann. Kolke, so stark. Der spielt echt alleine heute. Kolke wieder. Kolke! Die Jungs sind noch gut drauf. Jetzt kann der Schiri auch mal abpfeifen, reicht. Das war's. Was ein Scheißspiel, 2-0. Eins der schlechtesten Spiele, die ich hier gesehen habe, muss ich sagen. Glückwunsch an Nürnberg natürlich. Einfach bedient nach Hause gehen. Was ein Scheißspiel, Jungs. Ey. Gar keinen Bock mehr. Zu Hause geht gar nichts. Ich weiß auch nicht. Jo, was ein gebrauchter Tag. Ich bin absolut sprachlos. Wenn Sandhausen morgen mindestens einen Punkt holt, dann sind wir auf dem Relegationsplatz. Geil. Ja, das war heute wirklich eines der schlechtesten Spiele, die wir im Stadion gesehen haben. Ich habe auch noch mit ein paar Hansa-Fans diskutiert mit euch. Ne? Grüße gehen raus, auch immer wieder sehr, sehr fresh, freut mich, wenn ich da den einen oder anderen sehe. Schreibt einfach gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt und was ihr jetzt sagt, wie die Zukunft bei uns aussieht. Was machen eigentlich Munsi und Mamba? Das frage ich mich auch seit heute irgendwie. Die sind gar nicht mehr im Kader.
Danke natürlich an jeden Daumen nach oben trotzdem. Jeder Kommentar, jedes Abo, sehr, sehr korrekt von euch. Und nächste Woche wird es dann auch richtig schwer gegen Schalke. Jetzt heißt es einfach hoffen, dass Sandhausen nicht punktet. Wir nächste Woche gegen Schalke 04 auf Schalke irgendwie Punkte einfahren. Das wird jetzt richtig hart und hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie gefallen hat. Man verliert zusammen, man gewinnt zusammen. Wir spielen trotzdem alles im allen immer noch eine ganz stabile Saison, haben deutlichen Abstand auf den direkten Abstiegsplatz, auf Platz 17. Aber ist klar, dass ich jetzt hier nicht komplett happy im Video bin. Wie habt ihr das Ganze gesehen? Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich auf Schalke.